Courir à vélo les 1012 km qui séparent Québec de Natashquan pour s'imprégner du territoire et prendre le temps d'écouter les histoires des gens qui l'habitent, celles que l'on a oublié de nous raconter. Parlons de l'histoire de deux peuples sur un immense territoire. D'une bataille aux abords d'un grand fleuve, puis de la défaite de nos ancêtres français contre les Anglais. Nous lui parlons de cette terre qui est pour nous le Québec. De ces bûcherons, ces draveurs, ces agriculteurs qui ont bâti à la sueur de leur front notre pays et ce que nous sommes aujourd'hui. Je suis placé pour quelle raison, si c'est pas trop les gens de la place par rapport à faire la bataille. Ils ont toujours parlé de natives. Les natives, les natifs, c'est ça que ça veut dire. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, chers amis, bonsoir. Ich freue mich sehr darüber, mit Ihnen heute Abend die 34. Ausgabe der französischen Filmtage eröffnen zu dürfen. Und ich freue mich besonders darüber, dass wir wieder bei Familie Lamm im Kinomuseum zu Gast sind. Familie Lamm glaubt, wie wir, an das Kino und an dessen Zukunft und an den Zauber des Films. Und deshalb sieht es, wenn ich jetzt hier zu Ihnen runtergucke, alles ganz anders aus als in Jahren davor. Sie wirken so tiefenentspannt in diesen neuen Sesseln. Es ist so schön. Und ich hoffe, das bleibt so. Wir haben alles dafür getan, damit Sie in diesem Jahr vor Mitternacht hier rauskommen. In dem kleinen Mashup vor eben haben Sie gerade schon sehen können, was Sie erwartet. C'est fun, le Québec. Québec ist cool und Québec ist in diesem Jahr der Stargast der französischen Filmtage. Unser Programmmanager Hassan Ugur hat eine hinreißende Filmreihe kuratiert, die dieses faszinierende Filmland wirklich in allen seinen Facetten zeigen wird. Das ist ja schon so ein bisschen was Fremdes, dieses Land da hoch oben im Norden des amerikanischen Kontinents. Und Sie haben jetzt eine Woche Zeit, dieses Land wirklich besser kennenzulernen. Und heute Abend können Sie schon gemeinsam mit mir Bekanntschaft machen mit dem Délégué Général du Québec, dem Generaldelegierten vom Québec, Monsieur Claude Trudel. Bonsoir, Monsieur. Bonsoir. Québec ist in diesem Jahr der Ehrengast der französischen Filmtage. Wir freuen uns darüber sehr. Und eigentlich ist es für die meisten Menschen hier im Saal vermutlich Québec schon das Land, in dem man ein komisches Französisch spricht, in dem es endlose Wälder gibt und dem alle Männer Holzfällerhemden tragen. Aber was müsste man jetzt über das heutige Québec eigentlich wissen, außer diesen Dingen? Vielen Dank. Ja, Québec. Eine der 10 kanadischen Provinzen. Kanada ist eine Föderation von 10 Provinzen und 3 Territorien. Québec, die Provinz, ist aber die einzige, in der Französisch gesprochen wird von der Mehrheit der Bevölkerung. Die Provinz Québec an sich ist 3-mal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Ich rede nicht eher von Kanada, sondern von Québec. Einer der 10 Provinzen. 8 Millionen Einwohner hat die Provinz Québec. 35 Millionen in Kanada. Das heißt, dass wir, die Québecer, bilden 23% der kanadischen Bevölkerung. Wie Sie sich jetzt vorstellen können, als die Québecer als Frankophon sind natürlich bewusst, dass sie ein
dass wir eine Kultur- oder Sprachminderheit in Kanada und in Nordamerika sind. Und deshalb gibt es einen gewissen Drang, um uns zu behaupten, so kulturell zu behaupten. Und deswegen unterstützt kräftig die Provinzregierung das Cinéma québécois. Ja. Aus Quebec kommen ja... Dankeschön. Aus Quebec kommen zurzeit wirklich unglaublich viele tolle Filme, auch auf die europäischen Leinwände. Man spricht von einer vage Quebecoise. Was ist denn das Besondere am Filmland Quebec? Gute Frage. Die Quebecer Identität, glaube ich, ist die erste Erklärung. Diese Identität ist von verschiedenen Einflüssen gebildet. Französischer Einfluss natürlich, britischer Einfluss natürlich, aber auch die Kulturen der Ureinwohner übt einen gewissen, einen wichtigen Einfluss. Die Kulturen der Immigranten. Montreal, die Metropole der Provinz, mit 4 Millionen Einwohnern im Ballungsraum, ist eine bunte Stadt mit Menschen von alle Ecke der Welt. In gewisser Stadtteil Montreal gibt es Leute, die 150 verschiedene Muttersprachen haben. In Quebec City, 500.000 Stadt, sprechen alle Französisch. In Montreal ist es ein bisschen bunter, gemischter. Englisch und Französisch gesprochen werden auf der Straße. In Gaspé oder in Tadoussac, Sie kennen wahrscheinlich Tadoussac, wo man Wale beobachten kann, im St. Clair Strom. Dort wird Französisch gesprochen und nur Französisch. Ein bisschen Englisch für die Touristen natürlich. Aber es gibt... Wir können auch alle Französisch. Ja. So, diese kulturellen Einfluss bilden alles zusammen, die Quebecer Identität. Und das muss irgendwie irgendwann zum Ausdruck kommen, auch im Kino. So eine gewisse Offenheit, eine bunte Identität und dieser Drang, um uns zu behaupten. Das sind die wie sagt man, Pfeilecke der Identität, glaube ich. Ja, so ähnlich. Jedenfalls, wir haben jetzt schon mal in Tübingen im Kino auf den französischen Filmtagen eine Woche Zeit dafür in vielen wunderbaren Filmen. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Sie bleiben ja noch uns ein bisschen erhalten, sind morgen auch noch in Stuttgart. Und ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend und eine wunderbare Bonn-Projektion. Und wir gucken uns an, was die französischen Filmtage filmtechnisch noch so drauf haben. Écoute, ça tombe sur toi, mais tu vas assurer. T'es la meilleure. Dalma venait de se séparer de sa femme. Certains disent qu'il était en dépression. Didier Dalma s'est jeté dans la cour, devant tout le monde. Le message est clair, non? À partir de maintenant, petite garce, toi et moi, on peut porter le même slip. Thank you.
Tu vois rien là? Sie sehen selbst, es gibt Thrill, Tränen, Gelächter, große Emotionen, schöne Frauen, noch schönere Männer. Das alles und noch viel mehr im Programm der französischen Filmtage. Das gibt es ab morgen hier im Kinomuseum, im Kino Arsenal, im Kino Atelier, im Camino in Reutlingen, im Waldhorn in Rottenburg, im Delphi in Stuttgart. Vielen Dank all den Kinobetreibern, mit denen wir seit vielen Jahren super zusammenarbeiten. Danke. Als Schülerin hat sie gerne Filme von Rainer Werner Fassbinder geschaut. Dann hat sie Germanistik studiert. Sie war Kulturattaché in Bonn, Beraterin für Europafragen, zuständig für die französischen Schulen im Ausland und vieles andere mehr. Und seit diesem Juni ist sie die französische Botschafterin in Berlin. Und sie ist zum ersten Mal hier bei uns. Wir freuen uns, dass der Besuch möglich gemacht werden konnte. Und da kommt Ihre Exzellenz, Anne-Marie Decotte. Bonsoir, Madame. Wir können miteinander Deutsch sprechen. Das finde ich schön, weil das Verstehen für uns alle hier im Saal ganz unglaublich erleichtert. Und wir von den französischen Filmtagen, wir beobachten ja jetzt schon seit über 30 Jahren das französisch-deutsche Verhältnis und noch nie waren wir so ziemlich beste Freunde wie jetzt. Wer auf der Buchmesse gesehen hat, wie Angela Merkel und Emmanuel Macron so auf der Couch saßen, der hatte da schöne Bilder, sehr lebendig, wie gut dieses Verhältnis jetzt ist. Teilen Sie diesen Eindruck? Ist das wirklich so? Sind unsere Beziehungen miteinander, ist das noch besser, noch intensiver geworden? Ja, ich teile wirklich diese Bestätigung und Sie haben jetzt von der Buchmesse gesprochen. Ich saß hinter Herrn Macron und kann bestätigen, dass es wirklich so war und dass sie zusammen lachen und dass der Austausch immer sehr fließend ist und sehr direkt und sie tauschen sich oft aus, sei es direkt oder per Telefon, und das merkt man schon. Also, und das ist ein permanenter Dialog und so muss es auch sein. Und ich glaube, seit mehr als 50 Jahren jetzt ist es so, dass wir sehr, gute eingelebte Arbeitsgewohnheiten haben. Aber jetzt ist es so, dass der Staatspräsident und die Kanzlerin sich persönlich dann auch viel besser verstehen als ihre Vorgänger. Und das merkt man. Nur das macht natürlich einen Unterschied. Und es liegt wahrscheinlich darin, dass Herr Macron sich persönlich sehr für Deutschland interessiert hat während seinem Studium. Er hat deutsche Autoren, deutsche Philosophen gelesen, hat es auch gemocht. Und was er bei der Buchmesse in seiner Rede gesagt hat, ist wirklich sehr persönlich und sehr wahr. Und das ist nicht das erste Mal, dass er davon spricht. Und ich glaube, das entspricht wirklich etwas, das er in sich hat. Welche Rolle spielen dann, um diese gute Freundschaft zu vertiefen, Festivals wie unseres? Ach, eine ganz große Rolle, denn es ist so, dass es ist wichtig, dass die höchsten Persönlichkeiten sich direkt austauschen, aber die Menschen, die Mitbürger sind nicht alle immer dabei, und es ist wirklich sehr wichtig, dass man im alltäglichen Leben auch diesen Austausch fördert, dass wir Franzosen die Deutschen und die deutsche Kultur besser kennen und umgekehrt. Und nicht nur die Klassiker, sondern auch, was heute produziert wird. Und das ist gerade, was dieser Filmfestival so schön macht seit 30 Jahren. Und ich finde, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Dankeschön. Gehen Sie selber gern ins Kino? Haben Sie einen Lieblingsfilm?
Ich gehe gern ins Kino. Ich gehe nicht so oft ins Kino, leider. Und ja, Sie haben Fassbinder erwähnt und das liegt ja schon Jahre zurück. Ich habe mir vor kurzem noch Effi Briest nochmal angesehen und ich finde, es ist wirklich ein sehr, sehr starker Film, aber andere Filme von Fassbinder werde ich, glaube ich, heute auch genauso mögen wie früher. Also in den letzten Tagen habe ich eine TV-Serie entdeckt, Weißensee. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht und ich fand das auch wirklich sehr interessant. Also das ist jetzt das Letzte, was ich gesehen habe und ich finde diese Serie sehr interessant und das war, ich hatte die Gelegenheit gehabt, in den 70er Jahren in der DDR 3 Wochen zu verbringen und es war natürlich für mich voll Erinnerungen, diesen Film zu sehen. Und ich fand das auch wichtig, ein Stück der Geschichte Deutschlands eben wieder mitzuerleben und damit auch meine Souvenirs und Kenntnisse irgendwie zu erfrischen. Danke. Möchten Sie uns noch was mitgeben? Haben Sie einen Wunsch an und für die französischen Filmtage? Dass die Filmtage so erfolgreich sein sollen wie möglich. Ich habe gehört, dass es nicht nur diesen Raum gibt, sondern einen anderen Raum. Das ist also ein ganz tolles Zeichen. Und ich finde, die Bilder, die wir jetzt gesehen haben, in dem kurzen Video, waren sehr, sehr stark. Und das sind bestimmt sehr gute Filme. Also von den Filmen, die hier gezeigt werden, kenne ich eigentlich nur 120 Battements par Minute. Das ist wirklich sehr, sehr stark. Die anderen nicht. Ich würde gerne hier bleiben eine Woche, aber ich glaube, das wird nicht möglich sein. Sie bleiben wenigstens noch heute Abend. Je vous souhaite une bonne projection, une bonne soirée. Merci d'être venu. Für die guten deutsch-französischen Beziehungen sorgen auch die Instituts Français diesseits und jenseits des Rheins, bei denen wir uns ebenfalls bedanken, die uns immer unterstützen. Und hervorragende Beziehungen pflegen die französischen Filmtage mit dem Festival TV. Das Festival TV ist ein Projekt des Zentrums für Medienkompetenz an der Universität Tübingen und wir sind für die ein Übungsfeld. Da lernen Studenten und Auszubildende Berichterstattung von Festivals und dafür bekommen wir ganz viel zurück, nämlich einen riesen Strauß aus Interviews, Reportagen, Live-Sendungen, Filmkritiken und so weiter. Also eine richtige Dokumentation der jeweiligen Ausgabe der französischen Filmtage und das ist etwas Wunderbares. In diesem Jahr haben wir uns was Besonderes ausgedacht. Normalerweise sollte jetzt das Filmtage-Team auf die Bühne kommen. Dieses Mal machen wir es etwas anders. Sehen Sie selbst, Bonne Projection. Thank you.
Vielen Dank für den Applaus und vielen Dank dem Festival TV für dieses bezaubernde Dokument guter Zusammenarbeit. Zum Team der Filmtage gehören auch jedes Jahr die Mitglieder der internationalen Jury. Die kommen gleich am Anfang, bleiben bis zum Schluss, sind also die ganze Woche mit uns zusammen, schauen unendlich viele Filme, gehen mit uns feiern, gehen mit uns essen, gehören also vollkommen zum Team dazu. Und in diesem Jahr begrüße ich sehr herzlich Dominique Dugard aus Quebec und Christine Noir und Arnaud Dumatin aus Frankreich. Herzlich willkommen, Christine, Dominique, Antoine, soyez les bienvenus. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Außerdem steht mal auf, levez-vous pour qu'on vous voit. Dann gibt es auch noch eine Jugendjury für den Schülerwettbewerb. Viel Spaß denen, die jetzt eine ganze Woche, die ganzen Herbstferien, sich im Kino herumtreiben dürfen. Für Schüler, für junge Leute machen wir unglaublich viel. Wir haben ein Riesenangebotspaket für junge Leute im Programm. Wir sind sehr dafür, junge Menschen für diese siebte Kunst zu sensibilisieren. Und wir finden den Satz, ich gehe ins Kino, viel schöner als ich gucke Internet. Dabei werden wir natürlich unterstützt, und zwar vom Kultusministerium, von der Johannes-Löchner-Stiftung, vom Klett-Verlag. An die geht unser Dank genauso wie vor allem an die vier Wahnsinnsfrauen, die dieses ganze Schulkino-Programm reißen und sich dabei unglaublich reinhängen. Das sind Beate Nonhoff, Ricarda Lusa, Friederike Ulmer und Sarah Weber. Ein weiterer wichtiger Partner für uns ist die Medien- und Filmförderungsgesellschaft Baden-Württemberg, die MFG. Und da begrüße ich jetzt sehr herzlich und freue mich, dass er da ist, den Chef der MFG, den Professor Karl Bergengrün. Hallo, Herr Bergengrün. Die MFG unterstützt die Film- und Kreativwirtschaft in Baden-Württemberg, und da liegt der Fokus schon auf dem Land. Was spielt denn Frankreich für eine Rolle bei der MFG? Es ist das Land, was uns am nächsten ist. Es grenzt an uns und wir wollen zusammenarbeiten mit Frankreich, und wir sind gerade dabei, ein Interreg-Projekt vorzubereiten, um mit Frankreich Drehen jenseits und diesseits der Grenze zu ermöglichen, leichter zu machen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und ein Teil ist auch, dass wir hier auf diesem Festival den Verleihförderpreis vergeben. Den vergeben Sie ja nicht ganz alleine, sondern Sie sind seit vielen Jahren Partner, und seit einigen Jahren vergeben Sie den zusammen mit Unifrance und Ophage, dem deutsch-französischen Jugendwerk. Und dieser Verleihförderpreis ist wirklich eine ganz sinnvolle Sache. Den bekommt immer der Film, der den Tübinger Publikumspreis bekommt. Und vor 2 Jahren war das Birnenkuchen mit Lavendel. Und das ging dann richtig durch die Decke, oder? Das ging sogar besser als in Frankreich. 800.000 Zuschauer hatte der Film hier in Deutschland. Das ist mehr, als er in Frankreich hatte. Und ein bisschen haben wir vielleicht auch mit diesem Preis dazu beigetragen. Ganz bestimmt. Und wenn es in der diesjährigen Auswahl für den Verleihförderpreis gibt, würden Sie Wetten abschließen und auch noch verraten, auf was Sie wetten würden? Keinesfalls, denn die Wetten verliert man, denn der Verleihförderpreis ist ja ein Publikumspreis und das Publikum muss seine eigene Meinung finden. Also ich wette nicht vorher und lass mich überraschen. Ich mich auch. Wir haben eine Woche Zeit, da sehen wir uns wieder und dann wissen wir mehr. Vielen Dank, Herr Bergengrün, dass Sie dabei uns waren, und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Filmabend. Dankbarkeit ist so ziemlich eines der besten Gefühle, das man haben kann, und wir sind heute Abend voll davon. Es gibt unendlich viele Institutionen, Menschen, Einrichtungen, die uns unterstützen. Zum Beispiel die Kreissparkasse oder die Sparkassenfinanzgruppe in Baden-Württemberg. Zum Beispiel Arte oder Brot für die Welt. Oder zum Beispiel das Autohaus Wetzel, das dieses Jahr dafür sorgt, dass für uns zum Filmspaß
auch der Fahrspaß kommt. Aber es sind noch ganz, ganz viele andere, hier, auf, die Sie hier auf der Sponsorentafel sehen, aber auch noch dahinter. Unendlich viele Menschen, die uns irgendwie, irgendwo mit irgendetwas unterstützen. Und an die geht heute Abend wirklich ein ganz großes und herzliches Merci. Ganz besonders danken wir dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Tübingen, die uns jetzt seit 34 Jahren mit wahrhaft ritterlicher Treue zur Seite stehen. Chris Palmers Lebensweg als Politiker war mit diesem Vater und diesem Geburtshaus bereits vorprogrammiert. Als Oberbürgermeister ist er 100% Tübingen. Er ist jung, grün und liebt Linsen mit Spätzle. Boris Palmer fällt auf. Nicht nur durch das Herumtragen des Schafs der blauen Friedensherde oder wegen seines Kleidungsstils, den er selbst als praktisch bezeichnet. Nein, jeder kennt ihn als grünen Blitz auf seinem Fahrrad. Sein Lieblingsfilm ist Matrix. Stopp! Genug Fahrrad, es geht um Film. Ja, Film. Begrüßen Sie mit uns bei den französischen Filmtagen Tübingen den amtierenden Oberbürgermeister Boris Palmer. Du siehst, wir halten uns an Tübinger Gepflogenheiten. Wir haben den Film von vor 2 Jahren einfach mal abgecycelt. Mir schmeißt nichts weg. Ich grüße dich. Die deutsch-französischen Beziehungen, die sind gerade in voller Blüte. Das war ja nicht immer so. Das war mal so mau, dass man so Dinge wie so ein Festival, da hat man schon die Existenzberechtigung mal so ein bisschen in Zweifel gezogen und so. Bist du eigentlich froh, dass wir so lange durchgehalten haben? Ja, aber wer hat es in Zweifel gezogen? Hat schon mal jemand in Zweifel gezogen. Muss man das noch machen, so ein großes Festival? Aber wir waren tapfer immer und waren immer da, jedes Jahr, 34 Jahre lang und wir sind es immer noch. Freut dich das? Ja. Das freut uns auch. Zum Kino gehen hast du ja nicht so viel Zeit, aber vielleicht wird es ja mal was als Protagonist. Wann wird dein Leben verfilmt? Das war vor 9 Jahren. Schon? Ja, es ging noch weiter zum Glück, aber da gab es das Erste. Ist jetzt nicht gelogen, heißt das Palmer-Prinzip, muss man nicht gesehen haben, aber ist schon passiert. Es gäbe ja vielleicht noch einen neuen. Wäre das was? So ein neuer Film über dein Leben? So eine Art Upcycling? Warum nicht? Wir hätten da nämlich ganz schöne Vorschläge aus dem diesjährigen Programm für dich, was den Titel angeht. Zum Beispiel... Endstation Bataclan? Nein, das ginge natürlich auch. Aber wir hätten auch Petit Paysan, kleiner Bauer. Oder Et au pire, on se mariera. Schlimmstenfalls heiraten wir. Aber unser absoluter Favorit wäre, keine Angst. Unser absoluter Favorit wäre Enquête de Sens, auf der Suche nach dem Sinn. Also sinnlos ist meine Politik jetzt nicht. Wie auch immer, sollte es so einen Film nochmal geben, wir würden ihn zeigen. Und dann wünschen wir dir jetzt einen schönen Filmabend und sehen uns später oben beim Feiern im oberen Saal. Unbedingt. Darf ich nur eins jetzt sagen? Ja. Ja. Weil die Fragen fand ich jetzt alle gar nicht, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Aber ich wollte einmal noch was sagen. Und zwar habe ich mich ja jetzt extra in Schale geworfen. Eigentlich darf man dieses schöne Band hier, Chevalier de l'Ordre National du Mérite, darf man nur tragen am französischen Nationalfeiertag. Ich finde aber, dass der Eröffnungstag der französischen Filmtage in Tübingen der höchste französische Feiertag ist und deswegen habe ich es heute auch angelegt. Viel Spaß! Dankeschön! Ein schöner Filmtitel ist auch Das Beste kommt zum Schluss. Und deshalb kommt jetzt das Beste der französischen Filmtage, der Filmtageleiter, Christopher Buchholz. Schönen guten Abend euch alle. Ich freue mich so sehr, dass ihr da seid. Und auch da oben, ich glaube, die sind direkt hier im Atelier, was hier los ist. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Und die ganze Welt kann live hier die Eröffnung mitsehen im Internet. Nicht schlecht. Festival TV. Also, es freut mich wirklich,
weil dieser Tag ist immer was Besonderes, weil wir alle hier aus Liebe zum Film zusammenkommen, jedes Jahr. Und es ist wirklich eine sehr reiche, also ein Programm mit sehr, sehr viele schöne Filme. Und das ganze Team hofft, dass alles gut läuft und Sie so viele Freude wie möglich an den Filmen auch haben werden. Ich bin ein bisschen nervös, weil heute ist, ist was ganz Besonderes. Meine Familie ist fürs erste Mal hier. Meine Frau Sandra und meine zwei Mädels Marilou und Rosalie. Sie waren noch nie hier und Marilou ist auch sehr streng, beide sind sehr streng. Sie sagen immer, dass mein Deutsch nicht so gut ist. Also deswegen, ich versuche zu lesen, aber es ist auch nicht so toll. Aber Sandra, ich wollte mich bei dir bedanken, dass du so oft zu Hause den Laden schmeißt, sodass ich hier kommen kann und die Filmtage vorbereiten kann. Merci mon amour. Und meine liebe Mädels, Verzeihung, dass es eben öfters weg muss, aber ihr seid, das ist doch was Schönes. So, und jetzt das große Moment, le grand moment qu'on attend tous. Wir haben die große Ehre, eine sehr talentierte Künstlerin auf die Bühne zu bitten, die Regisseurin des heutigen Eröffnungsfilms, Mesdames et Messieurs. Meine Damen und Herren, Sou Abadi. Cherchez la femme. Hein? Bonsoir, merci d'être venu. On dit que de Chercher la femme, que c'était le film le plus polémique de l'année. Et il faut être bien courageuse pour faire une comédie sur un sujet aussi contesté. Je ne vais pas vous divulgâcher, comme disent nos amis québécois, le film. Hein. Donc je vous laisserai juger si j'ai été courageuse. Je ne crois pas, je crois que... voilà, j'ai eu le plaisir d'écrire le film que je voulais. Voilà, j'ai eu le plaisir de le faire. Si c'est du courage, tant mieux. Chercher la femme galt in Frankreich als der polemischste Film des Jahres und man muss vielleicht mutig sein, über so ein schwieriges Thema eine Komödie zu machen. Aber Madame Abadi meint, sie hat den Film gemacht, auf den sie Lust hatte und der ihr Spaß gemacht hat. Und wenn das Mut bedeutet, dann ist sie gerne mutig. À moi. Petite question. Moi, je trouve qu'il faut aussi énormément de courage pour faire une comédie. Pour moi, c'est peut-être l'exercice le plus difficile au cinéma. Et pour votre première fiction, de faire une comédie, c'est vraiment très très fort. Et j'ai vu le résultat, donc je peux dire que c'est vraiment très réussi. Est-ce que vous avez appréhendé le tournage ou est-ce que vous êtes inspiré de quelqu'un ? Alors, oui, et d'ailleurs, ce n'est pas anodin que je le dise ici. Mon film de référence pour écrire ce film, c'était Certain Lame Show de Billy Wilder. Et à chaque fois, je l'avais vraiment à l'esprit. Il fallait aller vite. Je voulais vraiment un certain Lame Show, mais actuel, avec ce thème-là. Et donc, ça me fait d'autant plus plaisir que le film soit projeté en Allemagne, parce que ça a un sens pour moi. Et l'un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait dans les critiques, ça a été Télérama qui a compris ça et qui a dit, voilà, ce film évoque par le rythme et par son burlesque, son sens burlesque, il évoque Billy Wilder. Et ça m'a fait vraiment un plaisir immense. Christopher Buchholz a demandé si ce n'est pas difficile, comme premier long film, une comédie de faire et si il y a quelqu'un qui der sie dabei inspiriert hat oder ob
Sue Abadi dabei ein Vorbild gehabt hat. Und sie sagt, sie hätte die ganze Zeit beim Drehen die Komödien von Billy Wilder im Kopf gehabt, den Rhythmus, die Schnelligkeit, die Dialoge und so. Das sei wirklich die ganze Zeit so mitgelaufen. Und das schönste Kompliment, das man ihr in den Kritiken gemacht hat, war dann von Telerama, die dann wirklich gesagt haben, ja, dieser Film, der erinnert in seiner Rhythmik und in seinem Tempo und so an die Komödien von Billy Wilder. Und es ist für sie auch was Besonderes, dass dieser Film jetzt in Deutschland gezeigt wird. Maintenant, on va regarder ce merveilleux film et je vous laisse l'honneur d'ouvrir peut-être officiellement le festival. C'est vraiment un honneur, merci beaucoup. Donc, je déclare le Festival international du film francophone de Tübingen-Stuttgart ouvert. Viel Spaß!